Hallo und herzlich willkommen, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute mit Teil 3 zum Thema Over 15 Training. So, die meisten, die irgendwann mal die Kurve kratzen und sagen, jetzt geht's los mit Fitness Lifestyle in meinem hohen Alter, jetzt fange ich an, die machen Folgendes: Die beschäftigen sich sehr stark mit dem Thema Ausdauertraining. Laufen gehen, Walken gehen, Mountainbiken gehen, Ergometer, Crosstrainer, all diese Sachen, die sehr stark ausdauerlastig sind, die werden immer bei den meisten als erstes fokussiert oder bei vielen nicht nur als erstes, sondern konsequent nur diese Art wird fokussiert. Das ist einmal natürlich gut, ist der erste Schritt natürlich auch in den Sport einzusteigen, aber jetzt kommt was ganz Wichtiges. Ausdauersport alleine sollte man nie betreiben, sondern wirklich auch darauf achten, dass die Komponente Krafttraining und Kraftausdauertraining gegen Widerstände, gegen Gewichte, dass die mit einfließt. Warum? Klar, wir müssen unser Herz trainieren, das ist richtig. Das muss leistungsfähiger werden, die Sauerstoffaufnahme muss besser werden, die Sauerstoffwertung muss besser werden. Wir haben auch eine positive Resonanz, was die Hormone anbetrifft, übers Laufen. Auch der Stresshormonpegel geht runter, ist alles wunderbar. Aber wir dürfen nicht vergessen, der Stresshormonpegel geht auch im Krafttraining runter unter anderem. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben Muskelgruppen, spezifische Muskeln wie den Bauchmuskel zum Beispiel, den unteren Rückenmuskel, den Beckenboden, die Po-Muskulatur. Und da wir natürlich als Berufstätige in der Regel meistens schon mal mindestens 50 Stunden sitzen pro Woche verbringen, in der Regel, entweder im Büro oder auch im PKW, im Auto unterwegs sind, müsst ihr euch mal vorstellen, wie oft ihr sitzt. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, das sind natürlich die Rumpfmuskulatur, Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur im unteren Bereich, auch im oberen Bereich, Verklebungen, Verspannungen, da ist alles mit an Bord, dass das natürlich eben im Fokus stehen sollte. Man sollte nicht nur Ausdauer betreiben, sondern auch wirklich Fokus auf Krafttraining, auf gezieltes Krafttraining an gewissen Muskelgruppen arbeiten. Bauchmuskulatur, untere Rückenmuskulatur, Nackenmuskulatur, hintere Schultermuskulatur. All diese Muskelgruppen gehören mit in die Trainingsplanung rein. Und das kann man beim Ausdauertraining nicht spezifisch trainieren. Deswegen ist immer ganz gut eine Komponente von 30-40% Ausdauertraining und 30-40-50% Krafttraining. Gezieltes Krafttraining, um den Rumpf zu stabilisieren, um den Schultergürtel zu stabilisieren. Warum? Damit wir tagtäglich den Belastungen, denen wir ausgesetzt sind im Sitzen, auch standhalten können. Damit es keine Nackenverspannung gibt, damit es keine Gelenksprobleme gibt. Damit wir in einem stabilen, aufrechten Sitz lange sitzen können. Damit wir aufrecht stehen können. Ja, und genau deswegen, Freunde, ist es wichtig, Kraftsport muss man rein. Teil 4, da geht es darum, wie soll der Kraftsport gestaltet werden? Mit Freihandeln, maschinenorientiertes Training, nur mit Körperlast, das kommt in Teil 4. Das heute war ganz klar die Ansage, wenn ihr einsteigt in Sport, nutzt die Zeit und macht Krafttraining, Kraftausdauertraining und reines Ausdauertraining, reines Cardio-Training. Freunde, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder zum Thema maschinenorientiertes Training, Freihandeltraining, Bodyweight Training, was sollte man am besten angehen? Bis dahin, macht's gut. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, immer zum Thema deine Fitness, auch Over 15, meine Aufgabe.